Herzlich willkommen in der Gurkenrepublik in Österreich. Ja, wir haben jetzt gerade vielleicht noch roundabout 7-8 Stunden hin. Dann fängt das neue Jahr an, das Jahr 2023. Ja, was macht man denn so allweil, wenn so ein neues Jahr anrückt? Die Leute geben sich neue und gute Vorsätze. Ja, Vorsätze wie, man hört das Rauchen auf, man macht eine kleine Diät. Naja, das sind so die eigennützigen Vorsätze. Ja, oft ist es vielleicht schlecht, wenn man vielleicht sich ein paar gute Taten auch auserkort. Ein paar gute Taten, die was anderen auch gut tun und nicht nur einen selber. Und wisst ihr was, wieso das auf das nächste Jahr verschieben, wenn wir das doch noch in diesem Jahr erledigen können? Eine gute Tat ist doch drinnen in diesem alten Jahr. Und dafür habe ich jetzt ein paar ganz haudige, gefährliche, grausige Sachen besorgt. Und die werde ich jetzt zur allgemeinen Sicherung des Allgemeinwohles entschärfen. Ich werde sie zur Sicherheit unserer österreichischen Bevölkerung vernichten. Da haben wir zum Beispiel mal so ein kleines Gesurf. Da tun wir jetzt noch mal ganz kurz den Deckel drauf. So, prima. Alter, so was Haudiges, Grintiges, Giftiges, das muss echt entsorgt werden. So, einmal so und einmal so. So, somit hätten wir das jetzt auch erledigt. Somit kann ich jetzt mit gutem, reinen Gewissen in das neue Jahr gehen. Ach, das hat mich hungrig gemacht. Ich werde mir jetzt mal Bosner kredenzen. Ihr kennt es ja, wir Salzburger. Wir Salzburger sind ja für unsere Bosner berühmt. Und somit wünsche ich euch ein gesegnetes und gutes neues Jahr. Schaut, dass ihr ein bisschen braver werdet. Schaut, dass ihr ein bisschen engagierter werdet für Rechtschaffenheit oder dass ihr euch auch für die Menschenrechte in Österreich und die Grund- und Freiheitsrechte ein bisschen mehr engagiert. Ja. Nicht, dass die Welt irgendwann mal so grausig und geschissen daherschaut wie jetzt. Baba.